So, herzlich willkommen hier auf der MIPIM in Cannes. Heute wieder mit dem Jürgen Michael Schick. Wir haben uns ja schon neulich mal getroffen in Berlin. Wer den Channel verfolgt hat, hat das Interview bestimmt gesehen. Wir sitzen hier auf der CoreSet und einer der international bedeutendsten Immobilienmessen der Welt. Und diesmal habe ich dir auch was mitgebracht. Letztes Echt? Mal gab es das Buch als Geschenk. Oh, das ist ja und cool. Und gibt es eine coole Brille. Hey, dann sind wir hier in der Sonne genau richtig. Passend zum Wetter natürlich. Steht die mir? Ja, ja. Ist cool, oder? Die Gläser sind... Passt auch zum Anzug. Ja. Passt zum Anzug, ja. Ja, sehr gut. Die Gläser haben Style. Blauer Himmel, blaue Sonnenbrille. Ja. Gestern Abend warst du noch im ARD bei Hard Aber Fair. Stimmt. Spät in der Nacht noch nach Hause gereist und jetzt schon hier am frühen Vormittag in Cannes. Und selbst investierst du auch in Immobilien, bist einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichste Investmentmakler in Berlin. Und es war sicherlich ein langer Weg dorthin. Ja, gestern Abend übrigens war es ganz spannend, weil es um das Thema Enteignung ging. Ja. Also in der ARD gibt es das Format Hart aber fair mit dem Frank Plassberg. Und da war dann eine Trotzkistin von den Linken und das war die Bundesjustizministerin Katharina Barley dabei und die FDP-Generalsekretärin Beer war mit dabei und ich war mit dabei. Und wir haben über Immobilienmarkt diskutiert und kann es jetzt wirklich sein, dass man Wohnungsbestände für 1 Euro pro Wohnung enteignet? Ja, also das war dann sozusagen die große Immobilienpolitik. Ja, die Zeitungen heute sind voll, Bild, Spiegel, Fokus, alle beschäftigen sich mit dem Thema. Aber das ist ja nicht sozusagen unser tägliches Geschäft. Tägliches Geschäft heißt Immobilien, also kaufen und verkaufen, also entweder selber investieren oder natürlich vermitteln, was ich ja mit meiner Firma mache. Und selbst bist du auch investiert und... Hast sicherlich schon das ein oder andere gute Investment getätigt in der Vergangenheit? Ja, stimmt. Habe ich ehrlich gesagt relativ früh angefangen. Ich habe ja mit Medien eigentlich angefangen. Schüler, Student habe ich im Hörfunk gearbeitet, weil da so Goldgräberstimmung war. Das war wie neue Medien. Da fingen die Privatfunklizenzen an, die waren ganz neu und das war ein super Thema. Dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn noch nebenher machen? Und Immobilienmarkt fand ich immer mega spannend. Ja. Da gab es so ein paar Berührungspunkte. Aber ich wusste mit 20 natürlich nicht so richtig, wie der Immobilienmarkt funktioniert. Fing dann an, als Immobilienmakler zu arbeiten und habe, glaube ich, relativ schnell alles inhaliert, was es so gab, an Kursen und an Wissenswertem und an Seminaren. Und habe dann ja auch später nochmal Immobilienökonomie studiert an der EBS. Also das war so der Maklerberuf. Mit 20 habe ich angefangen. Wie waren das damals? Waren das dann auch so, heute gibt es ja viele Online-Coaching-Möglichkeiten, Online-Kurse. Gab es damals, wie war das damals? Hat man sich ein DVD-Paket gekauft, ein Buch oder ist man auf ein Seminar gegangen? Na, mehr Seminare und mehr Veranstaltungen und Lehrgänge und dann auch so reguläre Makler-Ausbildungs-Lehrgänge. Dann habe ich einen Sachverständigenlehrgang gemacht, dann habe ich an der EBS, das ist die European Business School, auch nochmal so ein richtiges Studium absolviert. Die waren als Privatuniversität in Österreich-Winkel, immer mit so einem Finanzen- und Immobilienschwerpunkt. Aber man kann sozusagen, wenn man für Immobilien sich interessiert und Lust hat, da drin zu arbeiten, ja auch mit ganz vielen Kursen, Seminaren, zig Akademien besuchen, um sich da einfach so das Marktwissen zu holen. Das habe ich so mit 20 angefangen und dann hat man ja eine steile Lernkurve. Ja. Und wenn man dann feststellt, dass die Kunden ja mit dem, was wir vermitteln, gutes Geld verdienen, dann ist ja die Frage ziemlich nah, wann kann ich selber machen? Und deswegen fiel ich halt irgendwann auch an, dann selber zu investieren. Ja. Und das macht ja auch große Freude. Also vertrittst du quasi auch das Thema Practice what you preach. Absolut. Und machst genau das, was du auch selbst, vermittelst genau das, was du auch selbst investierst. Sozusagen. Ja, total. Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel eine Geschichte erzählen. Also Berlin 90er Jahre war ja natürlich eine andere Situation als heute. Heute ist Berlin bullisch und heute ist Berlin total heiß und jeder weiß, da wollen alle hinziehen. Das war Anfang der 90er auch so, weil es so eine Nachwende-Euphorie gab. Aber dann gab es plötzlich auch so ein Tal der Tränen, wo dann 10 Jahre gar nichts lief. Und da muss man kaufen. Genau, und da habe ich auch gekauft. Da habe ich aber auch da gekauft, wo Leerstand war und wo es grau war. Also Berlin-Neukölln, das, was heute völlig gehypt ist. Das war damals aber nicht so gelitten. Das war damals ein schwieriges Pflaster. Ja. Also viel Leerstand für die freien Wohnungen. Gab es nicht so wahnsinnig viele Bewerber, aber es war günstig. Und ich hatte damals den Eindruck, das ist so zentral in Berlin, das wird nicht ein neues Ghetto. Also wir machen das nicht wie Paris, dass es so richtige Problemviertel gibt, sondern das wird als innerstädtisches Areal schon funktionieren. Also habe ich in Neukölln gekauft.
am Anfang haben viele gesagt, das kannst du gar nicht machen und das ist trostlos, ja. Das macht gar keinen Sinn, das ist Segregationslage, also da ziehen die Guten weg und die Schlechten bleiben drin. Aber ich fand das total überzeugend, weil es so nah am Zentrum ist. War das dann problemlos und möglich, ohne nachzuschießen beim Cashflow? Oder ging sage ich gleich was dazu. Ja. Und dann habe ich aber den Investoren auch empfohlen, geht doch auch in diese einfachen Lagen. Und viele wollten das gar nicht, weil die gesagt haben, nee, da trauen wir uns nicht hin. Ich habe denen aber gesagt, das ist opportunistisch, das ist total chancenreich, weil ihr halt zum Teil so ums Zehnfache, manchmal auch weniger als das Zehnfache kaufen konntet. Das war damals echt attraktiv. Ja. Ja. Und im Nachhinein haben alle gesagt, hätte ich doch mehr in Neukölln, hätte ich mehr in Berlin-Wedding, also in diesen einfachen Lagen gekauft. Denn das ist das, was wir heute so diese Aufwertungslagen bezeichnen, wo man halt, ein einfaches Mieterklientel hatte, zum Teil immer noch hat. Aber jetzt ziehen da wahnsinnig viele Leute hin und jetzt ist es halt eine hippe Gegend. Ja. Und wer da das früh empfunden hat, und so ging es mir ehrlich gesagt, der hat da, glaube ich, auch einen guten Schnitt gemacht. Also was habe ich als Makler gemacht? Ich habe genau davon profitiert, dass ich meinen Kunden das erzählt habe, was ich auch selbst gemacht habe. Also ich habe da investiert, ich habe denen erzählt, wie ich in den Wohnungen ein bisschen was gemacht habe, immer abhängig von der Nachfrage. Und das ist halt total glaubwürdig, wenn man auch sagen kann, wissen Sie, ich habe da selber was gekauft, in der Straße kenne ich mich aus, da ist meine Vermietungserfahrung so und so. Übrigens, also wir kriegen da x Euro auf den Quadratmeter und wie ist es denn in Ihrem Bestand? Das ist halt glaubwürdig. Ja, ja, und es ist halt komplett connected quasi. Das Investment vom Kunde ist quasi ähnlich wie deins. Genau. Und dann fühlt man sich gleich zu Hause. Habe ich jetzt übrigens auch wieder, jetzt mache ich hier mal einen Zeitsprung in die Gegenwart. Ja. Ja, also wo heute kaufen, jetzt ist ja nun Berlin-Kreuzberg, Berlin-Neukölln, all diese Lagen, die sind jetzt teuer. Sind durch, ja. Also wo gehe ich jetzt hin? Jetzt gibt es so ein paar Lagen, die sind im Dornröschenschlaf. Ja, und die empfehle ich heute auch wieder. Berlin-Reinickendorf zum Beispiel. Okay. Das ist auch so ein hässliches, graues Entlein. Ja, da habe ich aber selber was gekauft und finde es total gut. Und dann empfehle ich den Leuten die Lage und sage aber auch gleichzeitig, ich habe da selbst investiert. Und das hat halt eine hohe Glaubwürdigkeit. Also die Authentizität, dass man da selber was gemacht hat, das mögen die natürlich. Ja. Legst du dann auch die Zahlen offen von deinen persönlichen Investments den Kunden gegenüber? Oder? Also ich zeige denen zum Teil auch, welche Objekte das sind und sage auch, wo das ist. Manchmal kennt man das Gebäude ja auch, wenn man in so einem Stadtteil unterwegs ist. Mhm. Und warum nicht? Also das muss man natürlich trennen, das eigene Investment von der Vermittlung, klar. Aber ehrlich gesagt, das wäre ja so, wie wenn einer Metzger ist, aber als Vegetarier lebt. Das ist, glaube ich, nicht glaubwürdig. Ja. Ich finde also das Zinshaus-Investment total spannend, weil es mega viel Sinn macht. Und wenn ich es selbst nicht praktizieren würde, ich glaube, dann wäre ich ein schlechter Verkäufer. Ja, klar. Macht Sinn auf jeden Fall, was du sagst da. Ja, ich habe früh angefangen, ja. Die heute attraktiv sind? Ja, also die Mitte, die ist halt teuer geworden. Ja? Also so rund um den S-Bahn-Ring, alles, was so in der Innenstadt ist, das ist schon echt im Preis angestiegen. Aber am Stadtrand, da sind die Preise halt immer noch total attraktiv. Also Berlin-Spandau, südliches Berlin-Tempelhof im Süden oder Reinickendorf im Norden. Das sind echt spannende Lagen. Ja. Und da gibt es nach wie vor Gelegenheiten. Und ich würde immer sagen, da kaufen, wo es günstig ist, in der einfachen Lage kaufen. Da sind halt die größten Renditen da. Und da habe ich persönlich die besten Erfahrungen gemacht. Lag übrigens auch daran, dass ich mir einfach so eine Kuh am Seitenstraße gar nicht hätte leisten können. Ja, klar. Also geh mal als 25-Jähriger zur Bank und sag, ich möchte mir gerne in der besten Lage ein Mehrfamilienhaus kaufen. Und sagen die, träum weiter. Ja. Ja. Aber in den einfachen Lagen ging das mit einem relativ überschaubaren Eigenkapital. Ja, und dann haben die doch relativ gut finanziert, mein Glück. Da waren die Banken relativ freigebig, was so die Beleihungsquote angeht. Ich habe nie bis zu 100% beliehen. Das wäre mir zu risikoreich gewesen. Wie viel hast du beliehen? Wie viel Prozent? Ach, ganz unterschiedlich, zwischen 80% und 90%. Vom Kaufpreis oder von den Kaufkosten? Kaufpreis. Okay. Ja, und das war aber ehrlich gesagt schon relativ hoch geleveraged, weil ich es natürlich auch attraktiv fand, möglichst wenig Eigenkapital. Eigenkapital schonend macht schon Sinn. Ja, klar. Aber trotzdem nicht zu risikoreich. Ja. Ich wollte ja da auch auf Nummer sicher gehen. Aber trotzdem, ich habe mein erstes Mehrfamilienhaus mit 26. Wie viele gekauft. Einheiten waren das damals dann? Das war ein relativ großes Haus, 37 Einheiten. Okay. Das war so eine Miethausecke in Berlin-Neukölln, weiß ich noch, in der Weserstraße, also ein Eckhaus. Hast du es noch, oder? Nee, habe ich verkauft. Ein bisschen zu früh, weil die Preise jetzt doch nochmal weiter angestiegen sind. Ja. Aber war eine gute Wertentwicklung. Also Vorderhaus und dann noch so ein Seitenflügel. Mhm. Und das war total klasse. Typischer Altbau, der über Jahre von der Stiftung ordentlich gepflegt worden ist. Ja. Ja, also jetzt nicht runtergekommen, sondern einfach ein guter Bestand. Fand ich übrigens als Investment total klasse, weil das nicht so ein Sanierungsobjekt war,
Es war aber auch nicht total durchmodernisiert, sondern es war eigentlich so ein, ich würde mal sagen, so ein Haus, das nach Bonawachs riecht. Ja, so ein bisschen so ein spießiges Haus, ja, wo die Mieter darauf achten, dass alles in Ordnung ist. Das war irgendwie gepflegt und trotzdem einfach. Ja, so ein ordentliches Haus, da wo die Leute morgens im blauen Anton aus dem Haus rausgehen, gehen arbeiten, kommen auch abends wieder zurück. Aber nicht so, wo es nur Mieter gibt, die gar nicht arbeiten gehen, denn das fände ich dann doch nicht so attraktiv. Was sagen die dann, wenn da so ein junger Eigentümer anspaziert kommt? Ja, das war ehrlich gesagt für manche gar nicht so einfach. Ja. Ja gut, das ist glaube ich immer so, wenn man halt... Ja, klar. Ich habe es versucht, möglichst verständlich mit den Mietern umzugehen. Also ich habe zu allen irgendwie eine Beziehung aufgebaut. Ich kannte die dann irgendwann auch alle. Ich war ja auch physisch im Haus. Ich habe es mir natürlich immer angeguckt, habe mich darum gekümmert. Und dann merken die ja auch, wenn es so ein Leben und Leben lassen ist, das habe ich immer praktiziert, dann merken die ja auch, der will uns nichts Böses. Der verwaltet das Haus ordentlich, der erhöht jetzt nicht die Mieten, weil er irgendwie drastisch saniert und modernisiert, sondern das war einfach, man kümmert sich. Und ich glaube, wenn man als Kümmerer unterwegs ist, dann ist es als Vermieter total gut. Wie nachher übrigens auch jetzt in meinem Fall als Makler, da bin ich auch ein Kümmerer. Ja, ich muss mich einfach um die Angelegenheiten kümmern. Ich habe die Mieter ehrlich gesagt immer als Kunden empfunden. Ja. Also die zahlen gutes Geld dafür, dass sie eine schöne Wohnung kriegen. Ja, und das ist ja ein Geben- und Nehmen-Prinzip. Und das, finde ich, gilt nach wie vor. Also das geht ja auf Augenhöhe. Würdest du sagen, dass du dann auch zu der Stadtentwicklung von Neukölln und Kreuzberg und so beigetragen hast? Durch deine Investmentempfehlungen? Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu weit gegriffen. Nee, das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Ja. Man kann ja nicht einen Stadtteil prägen. Mhm. Aber wenn man früh investiert hat in eine Lage, die Menschen kritisch empfunden haben, ja, dann ist man natürlich früher mit dabei und hat den Stadtteil auch besser erkannt, als die halt erst später kommen, wenn der Zug schon ein Stück weit abgefahren ist. Ja. Die kaufen natürlich deutlich teurer. Ja. Also wenn so eine Lage erstmal sich entwickelt hat, dann ist halt auch der Einstieg anders. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man erkennt, wo entwickelt sich was, wo ändert sich da noch was, wo gibt es eine positive Lage und Wertentwicklung. Mhm. Das kann man nach wie vor in vielen Städten machen. Und wie gesagt, als Makler habe ich angefangen mit Anfang 20, als Investor mit Mitte 20. Wann ist der richtige Zeitpunkt nochmal? Jetzt. Jetzt. Eindeutig immer jetzt. Ja.